Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Alexander, der Anführer der Roten Milane, ist wieder mit seinem Freund Michael zusammen. Die beiden waren zusammen im Kino und jetzt treffen sie sich wieder bei den Stolzensteins. Das war wirklich ein starker Film. Diese Szene, wo der Vater seinen Sohn im letzten Moment aus dem brennenden Auto rettet, war wirklich spannend. Ja, oder der Moment, als er die Bombe entschärfen soll und sein Kollege einen Hustenanfall kriegt, da habe ich mich total erschrocken. Ich bin ja schon einiges gewöhnt, aber das war schon echt krass. Ich will dich ja nicht nerven, aber wie sieht es denn momentan bei euch zu Hause aus? Hat dein Vater jetzt Arbeit? Schön wäre es, aber es ist heute nicht leicht, eine Arbeit zu finden, wenn man schon so lange nicht mehr in seinem Beruf gearbeitet hat. Mein Vater sagt, dass die Leute ihn dann immer schnell aussortieren. Meine Mutti glaubt das wohl nicht, aber ich denke schon, dass da etwas dran ist. Ich meine schon, dass er gerne arbeiten würde, aber es klappt einfach nicht. Darf ich dir mal eine Geschichte dazu vorlesen? Es gibt da eine von einem Mann, der auch ganz verzweifelt war, weil in seinem Leben nichts mehr klappte. Dabei fing es zunächst gut an. Alexander holt die Bibel und liest die Geschichte vom verlorenen Sohn aus dem Lukasevangelium, Kapitel 15. Jesus fuhr fort: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater: Ich möchte jetzt schon den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm den Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon vom Wald Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, doch er hielt seinen Vater vor: So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt, aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb? Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Krass, so einen Vater bräuchte mein Dad auch. Aber meinen Opa kenne ich gar nicht. Der hat meine Oma verlassen, nachdem sie mit meinem Vater schwanger war. Keine Chance, dass von der Seite Hilfe kommt. Jesus erzählt hier den Juden ein Gleichnis. Das ist eine ausgedachte Geschichte, die etwas ganz Besonderes verdeutlichen soll. Und was will er uns damit sagen? Der Vater, das ist Gott. Die Söhne sind wir Menschen. Die einen haben sich von Gott entfernt und haben ihr eigenes Leben gelebt, sind dabei aber nicht glücklich geworden. Die anderen machen alles, was Gott in seinen Geboten vorgeschrieben hat, haben aber gar nicht verstanden, dass Gott ein liebender Gott ist und nicht ein grausamer Diktator, der ihnen keine Freude im Leben gönnt. Ich kann mir Gott gar nicht als einen liebenden Vater vorstellen. Es gibt so viel Leid auf dieser Erde. Warum greift Gott da nicht ein? Gott greift ein. Er hat schon eingegriffen. Aber leider bekommen das viele Menschen nicht mit, weil sie eine falsche Vorstellung von ihm haben. Kennst du die Geschichte von Josef aus der Bibel? Ist das der, der vom Sklaven zum Herrscher in Ägypten geworden ist? Den Film habe ich schon mal gesehen. Steht das auch in der Bibel? Ja, die Geschichte kommt aus der Bibel. Wir können uns den Film ja gerne mal zusammen ansehen. Wir haben ihn. Das Besondere an der Geschichte ist, dass Josef immer daran festgehalten hat, dass die Zusagen Gottes richtig sind und dass er es gut mit ihm meint, obwohl es in seinem Leben viele schwere Zeiten gegeben hat.
Das verstehe ich nicht. Wenn Gott alles kann, warum lässt er dann die Menschen leiden, die ihm vertrauen? Wie mein Vater dir letztes Mal beim Abendessen erklärte, hat Jesus für uns Menschen das größte Problem gelöst. Was ist das größte Problem? Es hat doch nicht jeder so eine Familie wie ich. Nein, das meine ich auch nicht. Pass auf, ich erklär's dir. Gott hat es mit uns Menschen sehr gut gemeint. Aber die Menschen wollten seine Gebote nicht halten. Kennst du die 10 Gebote? Wenn wir die halten würden, wäre die Erde ein Paradies. Aber wir schaffen es nicht. Doch Gott zwingt niemanden. Jeder kann sich freiwillig für Gott entscheiden. Dies hat mit einer Eigenschaft Gottes zu tun. Er ist Liebe. Liebe ist immer freiwillig. Zu Liebe kann man niemanden zwingen. Klar, wäre schon komisch, wenn man jemanden mit der Waffe zwingen müsste, einen lieb zu haben. Genau, aber das bedeutet, dass Gott nur denen begegnet, die freiwillig nach ihm suchen. So leben wir in einer Welt, in der die meisten Menschen nichts mit Gott zu tun haben wollen. Die, die jedoch die Botschaft verstanden haben, sollten alles daran setzen, die gute Nachricht weiterzutragen. Aber das verstehe ich nicht. Wenn alle, die zu Gott kämen, ein super Leben hätten, dann würden doch ganz viele an ihn glauben. Stell dir vor, du wärst total reich und würdest eine Frau suchen. Wie würdest du feststellen, dass die Frau dich liebt und nicht dein Geld? Ich würde mich verkleiden und in die Stadt gehen, dass niemand mich erkennt. Genau, so ist es mit den Christen. Wir werden es später im Himmel bei Gott unendlich gut haben, aber hier nicht unbedingt. Damit ist sichergestellt, dass die Menschen Gott lieben, weil er Gott ist und nicht, damit sie ein gutes Leben haben. Klar, aber dieser Josef hat ja am Ende ein tolles Leben gehabt. Damals ging es darum, dem Volk Gottes einen Ort zu geben, wo es eine Hungersnot überleben konnte. Ich sage es ja, wenn man anfängt, sich für die Geschichte zu interessieren, ist sie echt spannend. Wir können ja morgen zusammen nochmal den Film ansehen. Ich muss jetzt nach Hause. Es ist schon cool, so einen Freund wie dich zu haben. Er wollte frei sein, frei für die Welt. Er sagte, Vater, gib mir mein Geld. Mit vollen Taschen ging er dahin. Hatte viele Freunde, jetzt war er in. Das Geld verjubelt, plötzlich allein. Am Schweinetrog hört man ihn schreien. Zurück zum Vater, zurück nach Haus. Er schenkt mir Liebe, stößt mich nicht hinaus. Zurück mit Jesus, er ist der Weg. Komm, lass dir helfen, von dem, der dich versteht. Come back, come back to Jesus the Lord. Come back, come back to the Father your God. Come back, come back to Jesus the Lord. Come back to the Father your God. Sie wollte schön sein, sportlich und schlank. Wer gaß das Essen, schminkte sich lang. Wie eine Barbie ging sie dahin. Hatte viele Freunde, jetzt war sie in. Der Körper streikte plötzlich allein. An ihrem Schminktisch hört man sie schreien. Zurück zum Vater, zurück nach Haus. Er schenkt mir Liebe, stößt mich nicht hinaus. Zurück mit Jesus, er ist der Weg. Komm, lass dir helfen, von dem, der dich versteht. Come back to Jesus the Lord. Come back to the Father. Stark sein, ein Computerheld, ständig vor der Glotze, in einer anderen Welt. Als virtueller Krieger ging er dahin, hatte viele Freunde, jetzt war er in. Nur noch schlechte Noten, plötzlich allein, vor einem schwarzen Bildschirm hört man sein Schreien. Zurück zum Vater, zurück nach Haus, er schenkt mir Liebe, stößt mich nicht hinaus. Zurück mit Jesus, er ist der Weg. Komm, lass dir helfen, von dem, der dich versteht. Come back to Jesus the Lord. Come back.
Jesus war ein Diener, gehorsam und gut, heilt viele Menschen, macht ihnen Mut. Allein gelassen ging er dahin, für mich gestorben, gibt er mir Sinn. Der Weg ist offen, wir sind niemals allein, wir dürfen es wagen, zu Gott zu schreien. Zurück zum Vater, zurück nach Haus, er schenkt mir Liebe, stößt mich nicht hinaus. Zurück mit Jesus, er ist der Weg, komm, lass dir helfen, von dem, der dich versteht. Come back to Jesus the Lord, come back to the Father your God. Come back to Jesus the Lord, come back to the Father your God. Come back to Jesus the Lord, come back to the Father your God. Come back to Jesus the Lord, come back to the Father your God. Josef hatte einen Traum, ja, man glaubt es kaum. Die Brüder meiden ihn, der hat doch einen Spleen. Keiner will mehr mit ihm reden, dem werden sie es geben. Weit weg vom Elternhaus, als Sklave aus Verkauf. Er will am liebsten sterben, hält es nicht länger aus und schreit laut seine Not hinaus. Rette dich, wer kann. Jesus Christus ist die Lösung. Rette dich, wer kann. Jesus ist der Weg. Rette dich, wer kann. Vertraue seinem guten Wort. Rette dich, wer kann. Beten geht an jedem Ort. Rette dich, wer kann. Jesus Christus ist der Sieger. Rette dich, wer kann. Jesus gibt dir Mut. Rette dich, wer kann.
Jesus Christus ist die Lösung, rette dich, wer kann. Jesus ist der Weg, rette dich, wer kann. Vertraue seinem guten Wort, rette dich, wer kann. Beten geht an jedem Ort, rette dich, wer kann. Jesus Christus ist der Sieger, rette dich. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio@doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.